Hallo und willkommen zu einem Vlog. Heute, wie man sieht, mit offenen Haaren. Die sind jetzt weder gekämmt noch gewaschen. Aber die sind jetzt trotzdem nicht übelst fettig. Wie man sieht, glänzen die eigentlich ziemlich wenig. Das ist so die, Moment, die Haarlänge. Es geht also in einem Winkel. Die haben nach 3 Jahren aufgehört zu wachsen. Ich muss halt wegen dem, ich sehe das hier spiegelverkehrt immer. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang das ist. Ich habe hier aber, sehe ich gerade spontan, ein 30 cm langes Lineal. Gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Dann geht das so ein Stück hinaus. War, glaube ich, hier so. Und dann gucke ich mal. Ne, 50 cm kann nicht sein, oder? Ja, doch, könnte sein. Ungefähr 50 cm. Ist ja doch länger, als ich dachte. Ich dachte, das wären so 36. Ja, und Haare wachsen, glaube ich, 1 cm im Monat. Dann sind das ja circa 4 Jahre. Also die ersten 5 Jahre waren sie aber dann nur 36 cm. Das heißt, sie sind vielleicht ein bisschen langsamer gewachsen. Aber ich lasse sie jetzt seit 6 Jahren wachsen. Und ich eigentlich komme mir die vor, als wären die letzten 3 Jahre immer gleich lang geblieben. Aber könnte natürlich sein, dass sie trotzdem noch wachsen. Und dass sie halt ein bisschen langsamer wachsen, weil ich die halt nie pflege und so was. Bin eigentlich relativ zufrieden mit den Haaren, halt auch mit der Haarfarbe, sage ich mal so. Ja, warum meine Haare nicht fertig sind, obwohl ich die jetzt wahrscheinlich über 2 Wochen nicht gewaschen habe. Also sind halt schon strubbelig und sowas. Ist halt, weil ich einfach kein Fett esse. Und weil ich kein Shampoo benutze, dann wird auch die Talgproduktion nicht angeregt. Die ist dann immer im natürlichen Zustand. Und wenn ich wasche, werde ich demnächst wahrscheinlich so Natron nehmen mit Wasser einfach. Ja, wenn ich die demnächst mal wasche, was ich mal jetzt wieder machen muss, dann kann ich die ja nochmal sozusagen richtig zeigen. Das war jetzt von einer Person angefragt. Und ja, ich finde die Haare eigentlich ziemlich cool, deswegen, aber ich überlege trotzdem öfters über andere, ja nicht öfters, aber manchmal über andere Frisuren. Auch über ja, eine Glatze oder sowas hätte ich eigentlich auch mal Lust drauf, aber das ist halt, oder auf Dreadlocks, aber das ist ja irreversibel. Ja, rasieren müsste ich mich auch wieder. Genau, es geht als nächstes ums Laufen, da wollte ich ein kleines Update machen. Und dann geht es noch um den Kanal selber. Hatte ich schon erwähnt, dass von Ypsilon die Musik, sein aktuelles Musik-Mix Live-Set-Error 404 Dark and Drums im Hintergrund läuft. Nicht, dass ihr euch wundert. Ich hoffe, dass YouTube mich deswegen oder er deswegen nicht irgendwie abmahnt oder so. Aber finde ich ganz cool. Obwohl ich solche Musik eigentlich meistens nicht höre. Ja, Laufen ist momentan so. Vorletzte Woche. Also ich habe jetzt meinen Umfang stark erhöht. Vorletzte Woche bin ich 70 Kilometer gelaufen und letzte Woche 75,8 Kilometer. Das ist für mich schon recht viel. Für meinen aktuellen Trainiertheitsleistungsstatus und für mein Körpergewicht halt. Ich wiege immer noch 86 Kilo. Das habe ich dann auch gemerkt, dass ich an der Schienbeinkante, da gibt es eine Knochenhaut,
bei der Innenkante habe ich das, dass die dann ständig entzündet ist. Aber die regeneriert jetzt auch schneller als früher, weil ja irgendwie habe ich so einen Energieknoten oder mehrere Energieknoten im Körper gelöst, indem ich mal ein Zirkeltraining gemacht habe. Zirkeltraining, das ist jetzt ein bisschen so kompliziert für einige Leute, glaube ich. Besonders die, die es nicht interessiert. Zirkeltraining ist einfach, man nimmt meistens drei verschiedene Übungen, so wie in meinem letzten Video oder Trainingsvideo, und macht dann wenig Pause, dann hat man halt noch so einen Ausdaueraspekt dabei. Und dadurch hat sich bei mir irgendwie was energietechnisch gelöst und dadurch konnte ich dann einfach irgendwie mehr laufen. Und das zwar direkt an dem gleichen, ab dem gleichen Tag schon. Dem gleichen Tag. Und die Knochenhaut, wo ich schon mal eine Woche pausieren musste, obwohl ich nur 35 bis 40 Wochenkilometer hatte, die regeneriert jetzt auch deutlich schneller. Also die Energie kommt jetzt einfach besser dahin. Und das schmerzt dann auch nicht. Das schmerzt auch viel weniger seitdem beim Laufen selber. Also hat sich irgendwas gelöst. Ich denke, was das mit der Verdauung zu tun hat, dass die dann irgendwie angeregt wurde. Und ich habe dann auch in den Tagen, war ich dann halt viel auf Klo. Das also momentan durchschnittlich dreimal am Tag groß, aber meinte zwischendurch auch fünfmal. Und es war vorher auch ganz anders. Also die Verdauung futscht jetzt wieder und deswegen konnte ich dann insgesamt mehr laufen. Aber jetzt habe ich wieder, ich habe jetzt ständig Probleme mit der Knochenhaut. Nur wenn ich beim Laufen aufgewärmt bin und dann im guten Run bin sozusagen, dann wird das dadurch irgendwie, verbessert sich das. Das heißt, es ist nicht so, dass ich deswegen jetzt eine Pause mache, nur weil die Knochenhaut wehtut, was aber auch gefährlich sein kann, wenn man weitermacht. Aber wenn ich dann erstmal 15 bis 45 Minuten drin bin, sage ich mal, meistens eher 45 Minuten, dann wird das irgendwie besser und deswegen laufe ich dann trotzdem fast jeden Tag. Ja, das Training vom Dienstag, was ich hochgeladen habe, das war von mir aus wirklich richtig krass. Da bin ich dann nur noch 6 Kilometer danach eben kurz gelaufen. Normalerweise gehe ich unter 10 Kilometer gar nicht aus dem Haus. Und heute muss ich noch gucken, weil ich laufe jetzt in letzter Zeit eher nachts und spät abends, einfach weil mein Rhythmus sich wieder verschoben hat durch das Containern. Was ich jetzt aber wieder aufgegeben habe, weil ich gemerkt habe, dass ich Nicht-Bioprodukte einfach nicht mehr gut vertrage. Ich kriege dann einfach ganz rote Augen und auch diese Augenringe, die kommen davon, weil sich die Mechanismen mit Giften umzugehen meines Körpers jetzt, wo ich mehr entgiftet bin als vorher, sich einfach verändert haben. Das heißt, das Gift, was zum Beispiel Pestizide, die jetzt reinkommen, aber kann ich auch gleich was zu Alkohol und Koffein erzählen. Damit decke ich sogar ein bisschen das Thema ab, was sich eine andere Person noch vorgeschlagen hat, über Gifte Videos zu machen. Und zwar ist das so, dass wenn man entgiftet ist, dass der Körper dann versucht, bei neuen Giften die direkt loszuwerden. Das heißt, die kommen direkt in den Blutkreislauf und werden abgebaut. Weil die müssen erstmal im Blutkreislauf kommen und dann irgendwie in die, ich glaube, in die Niere, die baut oder sowas ab. Ich weiß das nicht genau, da muss ich noch genau recherchieren, wenn ich darüber ein Video machen will. Und ja, dann, wenn es im Blutkreislauf kommt, dann vergiftet es einen in dem Moment auch. Und rot unterlaufene Augen, sowas ist halt auch ein Symptom davon. Und bei Alkohol ist es auch so, wenn ich nur ein halbes Bier trinke oder sowas, geht es mir am nächsten Tag so richtig dreckig und bei Koffein genauso. Vertrage ich gar nicht mehr, deswegen trinke ich das auch nicht. Ist das also nicht in erster Linie aus Gründen, dass ich so auf Alkohol verzichten will, sondern ich vertrage es einfach nicht mehr und ich finde das auch gut so, da muss ich mich gar nicht geistig stark dazu motivieren, das nicht zu trinken, wenn ich das eh nicht vertrage. Aber das motiviert mich schon genug. Wo war ich stehen geblieben? Genau, deswegen container ich jetzt auch nicht mehr, weil die meisten Sachen halt nicht biologisch hergestellt wurden. Also ich finde da jetzt keine Bio-Bananen oder so, wo man die angeblich doch häufiger findet. Aber ich werde das später wahrscheinlich nochmal angehen und versuchen.
Da muss man dann aber sehr viel Geduld haben. Weil es gibt halt auch Lebensmittel, wo es nicht ganz so wichtig ist, dass die biologisch hergestellt wurden, zum Beispiel Avocados. Und es gibt halt öfter doch mal Bio-Bananen oder Bio-Tomaten oder sowas. Darüber könnte ich auch noch ein bisschen, ein kleines bisschen reden. Ich habe jetzt, also im Supermarkt kriegt man keinen biologisch hergestellten Salat, und bei Salat wird auch viel gespritzt, bei Grünzeug allgemein. Da nehme ich dann momentan deswegen bio-gefrorenen Blattspinat und ja, den kann ich aber halt nicht roh essen. Und Rohkost vertrage ich halt meistens besser. Da habe ich jetzt gefunden, das nennt sich die grüne Kiste und wie heißt das nochmal genau? Ich habe es hier, glaube ich, offen noch. Ja. Niederrhein Gemüse-Abo, weil ich halt am Niederrhein wohne. Und ja, die verschicken halt rein Bio-Lebensmittel und da habe ich dann auch ein reiches Grünzeug gefunden, was vom Preis her akzeptabel ist. Also Feldsalat kostet zum Beispiel pro Kilo 20 Euro. Ein Kilo ist natürlich sehr viel beim Salat, also so eine Packung im Supermarkt sind 125 Gramm. Das wären dann 2 Euro pro Packung. Aber ich habe da Mangold gefunden und Mangold ist extrem reichhaltig und ist ein Blattgemüse, also reichhaltig an Nährstoffen, Mikronährstoffen. Ich guck mal kurz. Calcium 50 Milligramm. Okay, ist leider nicht so viel wie bei Spinat zum Beispiel. Spinat hat, glaube ich, 200 pro 100 Gramm. Aber der kostet dann nur 3,80 Euro für ein ganzes Kilo. Das wären dann 38 Cent für so eine Packung, die man im Supermarkt so kriegt. Und das ist halt bio. Kann ich gut so essen. Dann mache ich mir meistens so ein Stück Tomate rein in dieses Salatblatt. Oder ich mache kompletten Salat draus. Oder ich packe es in Smoothie rein. Aber ich steige auch als Sportler lieber auf Spinat, um wegen dem hohen Kalziumgehalt auch einfach. Das kann, weil man hat wirklich als Ausdauersportler einen ungefähr doppelt so hohen Kalziumbedarf. Und bei diesem Versand habe ich jetzt auch mal ein. Ich guck mal kurz meinen Warenkorb an, weil der bleibt immer da. Wird das doch kein Mini-Vlog, wie ich den erst gestalten wollte, sondern ein richtiger Vlog. Angemeldet. Okay, jetzt der Warenkorb weg, weil der nur noch bis. Ja, weil er heute ausgeliefert wird, wenn wir jetzt 0.50 Uhr Donnerstag. Kann ich denn die Bestellung noch angucken? Ja, ich habe da eine E-Mail gekriegt gehabt. Also der Warenkorb bleibt immer ungefähr bis 7 Uhr morgens am Vortag da. Dann kann man den immer verändern und je nachdem wird dann halt das Geld abgezogen, was man halt da drin hatte. Und man kann es halt wöchentlich einstellen und man kriegt es dann für nur 1,50 Euro Versandkosten zugeschickt vom eigenen Lieferservice. Das ist halt so der Sinn dieser Grünkiste. Und ich habe halt nur ein Fahrrad, Bioladen ist 16 Kilometer entfernt und da gibt es auch fast kein Grünzeug. Ich war da letztens und da gab es noch einmal frischen Spinat und sonst gab es da auch einfach nur Eisbergsalat. Bestellliste. Was habe ich da denn geholt? Genau, Mangold. 3,60 Euro pro Kilo. Dann habe ich mir eine Mango geholt zum Probieren. Die kostet aber allerdings 2 Euro pro Stück. Und eine Mango hat nur 200 Kalorien. Würde ich jetzt meine gesamte Kalorien nur aus Mangos zum Beispiel beziehen, das rechne ich öfter mal so darauf um zu gucken, wie krass teuer Lebensmittel sind und ob ich mir das halt leisten kann. Und wenn ich jetzt von 4000 Kalorien, sage ich mal, ausgehe, bräuchte ich 20 Mangos am Tag, das wären 40 Euro am Tag. Das heißt monatlich 1200 Euro und ich habe 200 Euro zur Verfügung. Das habe ich erst
gestern ausgerechnet, als ich mir beim Aldi Mangos geholt habe für 75 Cent pro Stück. Und egal wie die Qualität da ist, werde ich mir die wahrscheinlich dann nicht nochmal holen, weil ich halt solche Sachen nur in Massen esse. Und dann bringt es mir auch nichts, wenn ich mal zwei Mangos alle paar Tage esse. Dann will ich da auch schon, ja, obwohl zwei Mangos alle paar Tage als Zwischensnack wird schon gehen, aber es wäre trotzdem einfach zu teuer noch. Das bringt es dann nicht. Genau, eine Mango für 75 Cent. Ich will aber trotzdem mal gucken, wie der Unterschied von der Qualität her ist. Auch einfach vom Geschmack her, vom Zuckergehalt und wie ich mich dann noch fühle. Auch einen Tag lang, also am nächsten Tag, am nächsten Morgen fühle. Wenn ich zusätzlich nur andere Lebensmittel esse, wo ich weiß schon, durch Ausprobieren, dass ich davon keine Entgiftungs- oder Vergiftungserscheinung bekomme und mich anderweitig auch nicht schlecht fühle, so kann ich das dann immer prüfen. Und dann werde ich dann halt abwägen, wie krass der Unterschied ist und ob ich dann entweder noch die anderen Mangos hole vom Aldi, ob die von der Qualität her und von den Giftstoffen her okay sind, sage ich mal. Oder ob ich mir die dann nicht mehr hole und dann gucke, ob ich irgendwo anders noch Mangos herkriege, die eine gute Qualität haben, aber nicht so teuer sind. Aber anderen Sachen, die trotzdem irgendwo noch bezahlbar sind, da kann ich das wenigstens so machen, dass ich dann mir wirklich so ein Ziel setze, dass ich dann mir irgendwann diese Lebensmittel leisten kann, dann, weil die mir halt wirklich am besten tun. Und dann habe ich dazu eine richtig krasse Motivation, wenn der Unterschied groß genug ist, sage ich mal. Hier zum Beispiel 1 Kilo Orangen kosten hier 2 Euro, davon kriegt man einen halben Liter Orangensaft raus. Und jetzt gucke ich mal, wie viel Kalorien Orangensaft hat. Also frisch gepresster. Juice Raw 500 Gramm. Ja, 500 Gramm Orangensaft hat nämlich nur 225 Kalorien. Ist also eine ähnliche Geschichte. Ich muss hier wieder zurück. 1 Kilo sind also auch nur 225 Kalorien wie eine Mango und es kostet auch schon 2 Euro. Und es gibt Bio-Orangen im Aldi, die kosten nur 1 Euro pro Kilo, aber die gibt es fast nie. Ich habe die bisher einmal gesehen, ich gehe jede Woche zum Aldi. Und da habe ich mir dann auch direkt 6 Stück von gekauft. Es gibt noch im Lidl welche, die schmecken mir aber nicht so gut. Also ich bin da wirklich richtig sensibel mit dem Geschmack und jedes Produkt aus irgendeiner anderen Kette schmeckt anders. Dann ja, habe ich mir dann noch Blattspinat geholt, aber gab es halt nur tiefgefroren von Demeter. Bei Gemüse ist der Preis eigentlich nicht so wichtig, weil ich da wirklich nur auf die Mikronährstoffe aus bin. Ja, es sind 500 Gramm für 2 Euro, kriegt man im Supermarkt Bio 750 Gramm für 2 Euro. Und da gucke ich auch einfach, wie der Geschmack einfach ist. Mir schmeckt der Tiefkühlspinat aus dem Supermarkt nicht so, wenn ich die in Smoothies reinpacke. Da schmeckt frischer Spinat 100 Mal besser. Dann habe ich mir noch geholt Buchweizen, Hirse und Maisgrieß. Damit ich einen Backup-Plan habe neben Kartoffeln, weil ich Gluten nicht mehr vertrage, aber auch Reis nicht mehr vertrage. Deswegen bin ich skeptisch, ob ich diese anderen Sachen hier vertrage. Buchweizen vielleicht, weil es ein knöterig Gewächs ist, aber Hirse ist halt einfach nur ein glutenfreies Getreide. Beziehungsweise wird aus wirklichen, also echten Körnern gewonnen, genau wie Reis. Mais eben nicht, das sind ja keine echten harten Körner, sage ich mal. Ich habe aber nicht die hundertprozentige Ahnung von der biologischen, landwirtschaftlichen Terminologie und Einordnung, deswegen muss ich das einfach mal ausprobieren. Auf jeden Fall kann ich da viel draus machen. Ich habe auch letztens ein Pizzarezept gesehen bei roher Energie mit Maisgrieß oder mit Maismehl eher. Aber zum Mehl kann man es ja immer verarbeiten. Dann habe ich mir halt noch passierte Tomaten mal geholt.
Weil 700 Gramm für 1,50 € ginge eigentlich. Ich weiß auch nicht, warum ich es mir geholt habe. Aber es ist, glaube ich, günstiger als Tomaten. Ja, doch, für die Pizza habe ich es mir geholt, genau. Es ist günstiger, als wenn ich so Tomaten nehme. Aber das Ziel ist trotzdem, irgendwann später komplett Rohkost, auch weil, also ich fühle mich einfach viel besser damit und kann auch mehr Sport machen. Das sind so zwei Hauptgründe, sage ich mal, dafür. Okay, das wäre das. Eigentlich war ich ja beim Laufen und bin erst im Thema abgeschweift. Beim Laufen habe ich so vor, dass ich jetzt, genau, ich bin nämlich dadurch abgeschweift, weil wegen den Entgiftungssymptomen und sowas, deswegen schlafe ich momentan relativ viel. Kann natürlich auch sein, dass das das Training von gestern war und von der ganzen letzten Woche, was jetzt ein bisschen nachhängt. Aber ja, gleich werde ich auf jeden Fall noch laufen. Und ich werde keine 75 Wochenkilometer mehr machen, sondern eher dann die Intensität hochfahren. Also ich bin eigentlich immer zügig gelaufen oder mittel, nie langsam, die ganze Woche. Und zügig ist für mich so ab 4,50 Pace, also 4 Minuten 50 Sekunden pro Kilometer. Beziehungsweise das ist jetzt erst so durch diese Woche erst so gekommen. Davor war 5,00 Pace zügig. Und ja, die meisten waren so Mixläufer, so 5,15 Pace, 20 Kilometer laufen. Aber ich bin halt nie unter 5,37 gekommen, das ist gerade noch so Mittel für mich. Und wie es da jetzt weitergeht, ist halt, ich werde jetzt endlich mal die Intensität hochschrauben, dass ich halt Tempoläufe mache. Mindestens einmal die Woche, das steht fest, aber der Fokus liegt trotzdem noch auf Umfang und viele Läufe, 5 bis 6 Läufe in der Woche. Das kann ich auch einfach mit meiner momentanen Ernährung gut hinkriegen. Außer mit den Entgiftungsgeschichte, die mich müde macht, aber das legt sich nach spätestens ein paar Monaten. Und ich denke mal, dass ich das Krafttraining jetzt einfach ja überhaupt dem überhaupt keine Priorität mehr gebe. Das heißt, ich laufe so viel wie ich kann. Und wenn ich dann noch Energie habe, dann mache ich halt ein bisschen Zirkeltraining. Und ich habe auch schon Muskulatur in den letzten 6 Monaten abgenommen. Ich habe immer so ein bisschen Erhaltungstraining gemacht, aber ich habe trotzdem so 3-4 Kilo Muskelmasse verloren. Und ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, dass es mir auch egal ist, wenn ich jetzt weiter in Muskelmasse verliere. Es gibt auch Muscle Memory, das heißt, wenn ich nochmal irgendwann später aufbauen wollen würde, dann erinnert sich der Körper daran, was man schon mal für eine Masse hatte, dann baut man das wieder schnell auf. Das motiviert mich ein bisschen bei der Geschichte. Aber ich will das halt wirklich diese ganze Laufschiene da durchziehen und nicht dann meine 86 Kilo Körpergewicht erhalten müssen. Ich denke mal, dass mir bis 5 oder 8 Kilo, wenn ich so bis zu 8 Kilo Muskelmasse verliere, ist mir das noch relativ egal. Und den Rest kann ich, denke ich, auch mal durch Zirkeltraining erhalten. Also, was eigentlich Kraftausdauertraining ist, dann trainiere ich halt nicht mehr im Kraftbereich, sondern nur noch im Kraftausdauerbereich. Aber Kraftausdauerbereich ist bei mir auch schon beim Bankdrücken zum Beispiel 70 Kilo. Und wenn ich früher schon normal mit 85 Kilo, 85 bis 90 Kilo trainiert habe, auf Kraft oder Masse, dann wird sich da auch einiges erhalten noch. Und das letzte ist, wie es mit dem Kanal kurzfristig weitergeht. Also ich denke mal, dass ich die Let's Plays jetzt wahrscheinlich doch auf einem separaten Kanal verfrachten werde. Einfach weil ich ja jetzt mit dem aktuellen jeden Tag eins hochlade und vielleicht auch noch ein zweites machen will. Und ich halt diesen Kanal nicht so sehr damit in Anführungszeichen zumüllen will. Also dass man die anderen Sachen so gar nicht mehr sieht, dass das so verdrängt wird und sowas. Weil ich mache halt nicht viele Videos in den anderen Bereichen, Veganismus, Ernährung und Psychologie, Musik, wenn ich mal wieder Schlagzeug spiele oder halt was über PCs, und dann sollte das, wenn man auf den Kanal klickt, so relativ übersichtlich noch sein,
Und wenn er dann überall so das meiste nur Let's Plays sind, dann ist das, finde ich das total unübersichtlich, unstrukturiert und zu chaotisch. Deswegen werde ich den Zweitkanal oder den Let's Play Kanal halt bei mir selber verlinken und ja, irgendwie anders vielleicht auch noch darauf hinweisen und da dann die Sachen noch hochladen. Ist dann halt ein bisschen umständlich für Leute, die das doch mit dem Kanal gucken, aber wenn ihr nicht zu dem Display-Kanal rübergeht oder so, ist eigentlich auch egal. Sollte man auch wirklich nur gucken, wenn einen das wirklich interessiert. Ansonsten bringt es ja eigentlich auch nichts. Ja, das wollte ich dazu nur sagen. Und so wird das dann halt weitergehen. Alles klar. Was kann man noch sagen? Genau, um Sport geht es natürlich auch auf dem Kanal dann hier noch. Sport, Ernährung, allgemein Veganismus, obwohl ich dazu jetzt nicht so viel mache. Außer, dass die ganze Zeit halt im Hintergrund dieses Schild da hängt, was Zufall ist, das hatte ich schon vorher da halt hängen. Das nehme ich jetzt auch nicht extra ab, nur wegen Videos. Zu Veganismus will ich eigentlich nicht viel machen. Da gibt es auch genug andere gute Kanäle zu. Und ich mache halt zum Thema Ernährung allgemein was. Also Veganismus ist halt auch nur so ein Konzept. Veganismus gibt es halt aus ethischer Sicht. Dazu will ich halt nicht zumachen aus ethischer Sicht. Ich will nur aus der gesundheitlichen Sicht sozusagen und den ganzen Lifestyle, der dran hängt, Gesundheit-Lifestyle, dazu was machen. Und zu Sport halt, zu Psychologie allgemein und die Let's Plays, das wird dann alles nur chaotisieren, sag ich mal so. Ich weiß, also ihr könnt alles dazu, zu diesen Themen schreiben, Anregungen geben, auch im Sport oder halt Fragen stellen oder Themenwünsche äußern, wenn ich über Laufen mehr Sachen machen soll oder sowas. Ich weiß ja nicht, was die aktuellen Leute hier abonniert haben, so interessiert. Ich weiß auch nicht, ich denke mal, dass ich als nächstes Video halt über Gifte was machen werde, über zum Beispiel Alkohol, Nikotin, Pestizide, solche Gifte. Aber ich werde das so machen, dass ich da wirklich dann Studien zu raussuche, weil ich will halt nicht einfach was erzählen, was ich nicht auch irgendwo begründen kann, weil ich kann es dann höchstens mit einem Körpergefühl begründen, aber das kann ich dann ja auch nicht wirklich messen, sage ich mal. Dieses Körpergefühl können auch ganz andere Sachen sein. Besonders wenn man in so einer Umbruchphase ist. Und ja, da werde ich dann sehr viel Recherchen erst zu machen. Keine Ahnung. Food Halls ist auch Thema Ernährung, ist mir auch so eingefallen. Das hatte ich auch überlegt, wenn ich halt ich bin gerade total abgelenkt. Ja, oder ich frage euch besser nicht, was ihr sehen wollt. Könnt natürlich schreiben, aber es sind ja noch nicht so viele Abonnenten. Deswegen muss ich sowieso erstmal machen und das finden, was ich selber so machen will, sozusagen. Deswegen werde ich einfach mal, wenn ich irgendwelche Lebensmittel besorge, die ich noch nicht gezeigt habe oder sowas, also Obst, werde ich einfach mal vorstellen oder sowas. Aber das gehört auch alles zum Bereich Ernährung, würde ich sagen. Ist das auch Lifestyle, aber es hängt für mich auch halt zusammen. Und solche Sachen wie Rezepte oder sowas werde ich vielleicht irgendwann noch machen. Aber da denke ich mir auch, da gibt es so viele andere gute Kanäle, die das viel besser machen. Aber es kommt ja auch nicht darauf an, dass man es möglichst am besten macht, sondern dass alle alles gemacht haben. Um einfach Erfahrung zu sammeln und sowas. Ich gucke gerade mit der Schärfe der Kamera, ob ich die irgendwie verbessern kann. Die grundsätzlichen Themen habe ich ja schon gefunden. ADS wird es erstmal nicht mehr zu geben. Jetzt, da habe ich irgendwie nicht so die Motivation zu. Obwohl ich mit dem Thema und dem
80-10-10 Lifestyle oder allgemein Lifestyle und Ernährung natürlich am die Themen habe, die ich am meisten sozusagen bis jetzt im Vergleich ja, gesehen werden. Aber das ist ja, ja, was heißt egal nicht, egal ist das mir nicht, weil ich halt schon das Ziel habe, mich mit ja, bewussten Menschen sozusagen kennenzulernen und mich mit denen auszutauschen. Ich muss auf Klo. Ich lenke gerade alles ab. Sollte auch vielleicht mal ein Konzept ein bisschen irgendwann mal machen. Ja genau, ich war bei den Videos bei dem Thema der Gifte. Also werde ich halt ziemlich viel recherchieren und gucken, ja, eine Struktur halt auch aufbauen. Das wird dann halt ein geplantes Video mal wieder zur Abwechslung. Und da werde ich halt zur Untermalung, sage ich mal, und zur Beweiskraft dann halt auch wirklich hart recherchieren und versuchen, Aufklärungsarbeit darüber zu leisten. Aber auch ein bisschen in die unwissenschaftliche Richtung gehen, deshalb, weil halt nicht alles erforscht ist und ich dennoch halt so ein paar Vermutungen und eigene Erfahrungen habe, die ich dann halt äußere und dann auch so kennzeichne. Aber das werdet ihr dann halt alles sehen, brauche ich ja nicht großes erklären. Ja, ansonsten kann ich abschließend nichts sagen, weil mir nichts mehr einfällt, und sage einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss.